Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum großen On-the-Grid-Bobby-Car-Rennen auf dem Red Bull Ring. Zumindest ungefähr. Vier Teams sind dabei und die Startfahrer stehen mit ihren Bobby-Cars bereits in der Startaufstellung. Das Team Mannfilter mit dem Mercedes-Bobby-Car in die Donche wird der Startfahrer sein. Bei ihm wird in der zweiten Rennhälfte Maxi Götz das Steuer übernehmen. Wir haben die MRS-Mannschaft mit dem BMW-Bobby-Car, Jens Klingmann der Startfahrer und Christopher Zöchling in der zweiten Rennhälfte im Cockpit. Honda vertreten durch die Mannschaft rund um Giorgio Maggi, den Startfahrer, und Christopher Dreispring, der in der zweiten Rennhälfte eingreifen wird. Und die Landmannschaft von Audi mit den Gebrüdern Kelvin und Sheldon van der Linde. Kelvin hier der Startfahrer. In die Donche wird anfangen im HTP Mannfilter Bobbycar und wir haben vor dem Start mit ihm gesprochen. Indy, wie sieht's aus um deine Nervosität vorm Start? Ja, ich bin sehr nervös. Ja. Mein Teamkollege ist auch nicht so gut, so muss mal gucken, wie das geht. Jens Klingmann fängt an auf dem MRS BMW Bobbycar und wir haben ihn zu seinen Aussichten im heutigen Rennen gefragt. Jens, wie sah deine Vorbereitung auf dieses sportliche Großereignis heute Abend aus? Ja, das ist das Rennen, auf das wir alle gewartet haben, seit Jahren. Das jetzt Highlight. Machst das! Intensive Vorbereitungsphase nähert sich jetzt zum Ende. Die Anspannung ist da. Mein Teamkollege steht hinter mir und es gibt nur ein Ziel, der Sieg. Alles andere. Wie sagt man noch, wie geht der Spruch nochmal? Pokal oder Spital? Gibt nur eins von uns heute. Attacke. Auch die Honda-Mannschaft von Schubert hat sich natürlich gewissenhaft vorbereitet, unter anderem mit einer ausgiebigen Streckenbegehung. Und wir haben mit Giorgio Maggi, dem Startfahrer, gesprochen, wie diese Streckenbegehung ausgesehen hat. Giorgio, Vorbereitung auf dieses große Ereignis hat wie ausgesehen? Habt ihr euch die Strecke angeguckt im Vorfeld? Ja, ich habe sie mir vor etwa 2 Minuten mal angeschaut. Oh. Aber bin sehr zuversichtlich, weil mein Auto fährt von Stand aus schon 100. Also ich habe 2 Delfine. Sollte schon klappen. Kelvin van der Linde ist der Startfahrer im Landmotorsport Audi Bobbycar und wir haben ihn gefragt, wie er die Konkurrenz vor dem Rennen einschätzt. Kelvin, wie schätzt du die Konkurrenz ein für das heutige Rennen? Ja, ich habe gemerkt, der Herr Klingmann da neben mir, der fährt High Downforce oder High Drag. Also wir versuchen in seinen Windschatten reinzukommen und vorbeizuziehen. Das ist mein Ziel heute. Das also die Stimmen der Startfahrer, die sich jetzt auf den Weg machen zur anderen Seite der Strecke. Ein Le Mans-Start wird anstehen beim großen On-the-Grid-Bobbycar-Rennen hier auf dem Red Bull Ring. Nochmal die Motivation mit den Fahrerkollegen, die dann im ADAC GT Masters typischen Format in der zweiten Rennhälfte übernehmen werden. Nochmal kurz zum Format. Wir haben eine Renndistanz von 1,5 Runden. Die Startfahrer werden zunächst den Berg runterfahren, dann durch die langgezogene rechts. Anschließend geht es wieder bergauf. Dann kommt der Fahrerwechsel und dann geht es in der etwas kürzeren Distanz für den Schlussfahrer darum, das Rennen möglicherweise noch auf seine Seite zu ziehen. Das also die letzten angespannten Augenblicke bei Indy Donche, bei Jens Klingmann, bei Giorgio Maggi und bei Kelvin van der Linde. Es ist alles angerichtet für das große On-the-Grid-Bobbycar-Rennen, das in den nächsten Sekunden freigegeben wird. Wir sind bereit für den ersten großen Bobbycar-Preis von Spielberg hier in der Steiermark. Das Ampelmädchen steht auch schon für uns an der Startlinie bereit. Set, go! Und da geht's los, klassischer Le Mans-Start. Christopher die Giraffe Zöchling übernimmt dem MRS BMW direkt die Führung. Dahinter aber Giorgio Maggi, der den Windschatten hier schon nutzt, sich innen zeigt vor der Rechtskurve. Und er zieht auch vorbei. Wunderschönes Überholmanöver hier nochmal in der Wiederholung. Dahinter macht sich Sheldon van der Linde auf dem Landbobbycar über die Konkurrenz her. Er hatte am Start ja nochmal mit seinem Bruder getauscht. Der musste nämlich nochmal für kleine Rennfahrer. Jetzt geht's hier durch die Kurve auf die Bergaufgerade in die Donche. Sheldon van der Linde liefern sich ein Sprintduell in die Boxengasse. Donche übergibt seinen Mercedes an Maxi Götz. Dahinter Kelvin van der Linde schiebt sich noch in der Boxengasse an dem Mannfilter vorbei. Ob das wohl kein unsafe Release war? Seite an Seite fahren die beiden jetzt auf die lange rechts zu. Und hier gibt's auch schon den ersten Lackaustausch, die ersten Grüße. Und ja, Götz, der Jammerlappen, beschwert sich da natürlich über Funk. Das sieht man hier dahinter Jens Klingmann. Dass der mit seiner Größe überhaupt in den BMW passt, ist schon ein Wunder. Und da rauscht Christopher Dreispring an. Was hat der denn gegessen? Kommt innen vorbei über die Streckenbegrenzung.
ob da wirklich alle Track-Limits eingehalten wurden, muss noch gecheckt werden. Aber auch bei Klingmann scheint jetzt Hammer-Time angesagt. Er schleudert das Ding da durch die Ecke, aber er geht weit. Van der Linde und Götz liefern sich dafür ein Duell an der Spitze. Seite an Seite geht's jetzt durch die lange rechts und in die Gerade ins Ziel rein. Da gibt's nochmal nette Grüße von beiden und Klingmann und auch Dreispring folgen auf den weiteren Plätzen. Die große Frage ist jetzt natürlich, wer hat gewonnen, wer hat sich das Ding geholt? Das ist schon mal nicht so ganz die passende Antwort. Wir warten ab, die Rennleitung prüft das Fotofinish, um uns den Sieger gleich zu ermitteln. Ist es Mannfilter oder doch Land? Alle beraten sich, es ist Mannfilter. Mannfilter schlägt das Landduo in eine Bobbycar-Länge. Jetzt und dann werden wir Mercedes also zum Nordschleifensieger besieger und damit zu Lukas, der die Sieger am Mikro hat. Haben wir auch das gewonnen? Marco? Nein. Oh. Maxi Götz, der Schlussfahrer im HTP Mannfilter Bobbycar. Wie war es aus deiner Sicht, dieses unglaubliche Fotofinish? Du, die Übergabe war richtig gut. Indy war schon vorne und dann war es mit Kelvin wirklich ein ganz enges Rennen, bis wir die Strategie geändert haben. Ich bin dann auf die Knie umgestiegen, er auch. Ne, er ist gerannt sogar. Und dann, wo wir dann rennen durften, bis zum Ende hatte ich einen guten Sprint. Ich glaube, das lag an meiner Lederhose. Ich hatte ein bisschen mehr Luft zum Atmen sozusagen im Vergleich zu ihm. Und deswegen war es wirklich am Ende ein Fotofinish für uns. Indy, ihr fahrt im GT Masters ja auf zwei verschiedenen Autos, jetzt zusammen auf einem demselben Bobbycar. Wie hat das funktioniert, eure erste Zusammenarbeit? Ja gut, wir sehen, wir gewinnen, so das ist gut. Eigentlich ein schlechter Start gehabt, aber am Ende hat es gepasst und gewonnen. Wie sieht jetzt die weitere Karriere aus im Bobbycar-Rennsport? Auf was können sich die Rennfans rund um die Welt noch freuen? Du, es gibt ja so Bobbycar-Renns, glaube ich, Europameisterschaft, alles, Getune und so und Spurensturz einstellen noch ein bisschen, weil es war nicht ganz okay bei uns im Auto. Dafür war die Farbe gut. Ich glaube, dann können wir da mitwischen, oder? Ja. Wir brauchen nur ein bisschen Bolz, ein bisschen Eier, weil ich glaube, es ist schon echt, man wird schon richtig schnell mit den Dingern. Und wenn man ein bisschen Spiel in der Lenkung hat, dann kann es schon schnell schief gehen. Und auch Reifendruck müssen wir noch ändern. Genau, so. Und, wir haben noch viel zu tun, aber WM steht vor der Tür. So. Das ist nächste Woche, glaube ich, in Frankreich, Le Mans. Aber das dauert auch lang, 24 Stunden. So. Wir müssen mal schauen, wie das geht. Wir freuen uns mit euch. Herzlichen Glückwunsch und schönen Abend. Danke. Danke. Gerd Bauer! Gerd Bauer! Good job!